Wo bin ich dabei, bitte? Sind Sie fürs Online-Trading oder gegen Online? Wollen Sie Online-Trading machen? Ja, ja, natürlich. Natürlich, Subi. Sie auch? Also bisher, habe ich Federn gesammelt, ne? Aber ich wollte halt mal was machen, das auch Geld bringt, ne? Subi, habe ich Sie am Computer dann? Was denn, Federn? Habe ich Sie am Computer, Ralf? Nee, am Telefon. Am Telefon, okay. Ja. Was für ein Telefon ist das? Ist das ein Smartphone oder? Naja, das ist im Prinzip ein VR-Tech von der Telekom. Ne? Okay, ist das ein Smartphone oder nicht? Wo ist denn da haben der Unterschied? Auf diesem Gerät? Nee, keine da, das haben hat Internetzugriff ja auf diesem Gerät. Ich weiß es nicht. Ich meine, das hat ja nicht mal einen Bildschirm, ne? Das ist ja das Telefon von zu Hause hier. Dann für Internet muss ich den Computer anmachen immer, ne? Ja, bitte machen Sie den Computer an dann. Ach so, ja, sagen Sie das doch gleich. Was brauchen Sie denn von mir? Na, ich würde gerne wissen, was für Erfahrungen Sie am Finanzmarkt bis jetzt gemacht haben und ob für Sie CFDs eine Option sein könnten. Also ich habe da ja im Prinzip mich nur mal versucht, ein bisschen reinzulesen, ne? Aber ich muss zugeben, dass ich das alles nicht so ganz verstanden habe, ne? Wie das alles funktioniert. Und dann habe ich das auch wieder sein gelassen, ne? Weil das war frustrierend, wenn man da wie so ein Vollidiot immer also am Lesen ist und denkt, was will der denn von mir, ne? Ja, naja, ich rufe Sie aus der FX Academy an. Was ist das? Wir sind ein Handelsunternehmen, das sich mit Beratung und Reduzierung in Sachen Finanzmarkt und Online-Trading beschäftigt. Mit Reduzierung? Wir machen das mit unserer Partnerplattform Infinite. Reduzierung, Ralf. Was ist das? Reduzierung, Edukation, beziehungsweise Belehrung über Aufklärung über den Finanzmarkt, Online-Trading. Beziehungsweise wir machen CFD-Trading auf unserer Partnerplattform Infinox, also spekulieren mit Derivaten. Ach so, ja. Und weiter? Wenn Sie am Computer wären, könnte ich Ihnen unsere Seite mal zeigen. Ja, ich mach den gerade an, der ist schon ein bisschen älter, ne? Okay. Gerade einen Moment, bitte. Ich habe ein längeres Passwort, ne? Muss ich immer wieder mal nachgucken. Okay. Wie bitte? Okay. Kein Problem. Ach so, ja, gut. Von wo rufen Sie denn an? Meinen Sie geografisch? Aus London. Aus London? Warum das denn? Genau, Ralf. Weil Infinox sich dort befindet. Weil da was, bitte? Infinox, die Online-Trading-Plattform. Wir arbeiten halt für Infinox. Dort sind die Büros von Infinox und, ja, in London, also, ja. In London, das ist ja. Da vielleicht ist deswegen die Verbindung so schlecht, ne? Es hört sich so an, als ob sie von weiter weg anrufen. Möglicherweise. Ja, natürlich, London ist ja weiter weg, ne? Also ich habe den Computer jetzt angemacht. Subi. Wie bitte? Können Sie bitte einen Webbrowser öffnen? Subi, habe ich gesagt. Können Sie bitte einen Webbrowser öffnen? Was ist das? Google Chrome oder was? Ach so, ja, Chrome habe ich, ne? Chrome oder Chrome, ja. Ja, Chrome ist offen. Subi, also www. www, ja. Drei oder viermal W? Dreimal W. Ja. Natürlich. Ja. Dreimal, immer dreimal. Also www. Ja. F wie Friedrich. Friedrich, ja. X wie Xander. Sandra, also Siegfried, ja? Hallo? Ach, Ralf, Sie sind wirklich ein Spaßvogel, oder? Nochmal, was war? X wie Xander, Ralf. Xylophon, X wie Xylophon. Oder Xaver, ja. Xylophon, ja. Gut. Oder Xaver, ja, das geht auch.
Dann A wie Anton. Anton, ja. C wie Cäsar. Cäsar, ja. War ein guter Mann. A wie Anton. Ja. Ein guter Mann, da stimme ich Ihnen zu. Also nach dem Cäsar kommt wieder Anton. Also noch ein, also zwei Cäsar, ja? Nein, nicht zwei Cäsar. Sie haben doch gerade gesagt, nach dem Cäsar nochmal ein Anton. Ja, also A, C, A. Anton, Cäsar, Anton. Nach dem Cäsar kommt nochmal ein Anton. Also A, C, A. Und dann kommt bestimmt noch ein Bertha dahinter, oder? Ein D. Also wie Dora oder... Ach so, ja. Ja, Dürrenmatt oder... ja. Was für ein Ding? Dürrenmatt, der Schweizer Schriftsteller. Das kenne ich doch nicht. Okay. A, C, A, D, dann E. Ja. Emil. Emil. M wie Martha. Martha, ja. Dann Y. Y. Punkt. I wie Ida. Ja. O wie Otto. Was ist das denn für eine Abkürzung? Wie internationale Organisation. Aha, das ist ja interessant, ja. Und dann die Ententaste, ja? Ja. Sind Sie auf unserer Seite? Was sehen Sie da? Ja, da steht oben steht London. Okay. Was sehen Sie noch an der Seite? Naja, da steht noch eine Telefonnummer und eine Uhr. Okay, ja. Und das ja, Logo, das Logo sieht leicht aus wie von der SA. Da haben Sie aber nichts mit zu tun, oder? nein, damit haben wir nichts zu tun. Ja, das ist schon mal gut, okay. Ne? Weißt du, es gibt ja so Auslandsorganisationen, die danach wie vor eben, ne? Ja, sehen Sie einen orangen Knopf, wo Register steht? Ja. Drücken Sie mal drauf. Das ist leider alles auf Englisch, ne? Das macht's nicht einfacher. Ja. Deswegen reden Sie mit einem Deutschen. Ja? Sie sind Deutscher? Ja. Das ist schön. Das macht das ein bisschen einfacher, ne? Hoffentlich. Und Sie sind jetzt extra nach London gegangen, um für andere Leute, sag ich mal, Britannisch zu übersetzen, oder wie? Auf Englisch, naja, nicht bloß zu übersetzen, aber wir haben viele deutschsprachige Klienten. Wäre es da nicht einfacher, sag ich mal, in Deutschland ein Büro zu machen, als dass Sie extra darüber gehen müssen? Das ist ja nicht schön, ne? Ja, man braucht ja nicht so viele Deutsche. Also ist es einfacher eigentlich. Ach so. Naja, war ja nur ein Gedanke, ne? Man will sich ja immer verbessern. Okay. Ich muss mich ja mal entschuldigen. Ich habe total den Schnupfen, wenn man mich nicht so gut verstehen kann. Was sehen Sie jetzt? Ich bin jetzt gerade im Wohnzimmer. Nein, was sehen Sie jetzt auf dem Bildschirm? Da ist ein Tisch, da sitzen ein paar Leute und einer steht da vorne. Genau. Sind Sie das? Genau. Ja? Nein, das bin ich nicht. Ach so. Da sollen Sie unter First Name den Vornamen, unter Last Name den Nachnamen, unter E-Mail Ihre E-Mail-Adresse, unter Agent meinen Namen, Florian, eintragen, unter Please Select die Vorwahl für Deutschland und die restliche Telefonnummer. Da steht Afghanistan, da habe ich doch gar nichts mit zu tun. Natürlich haben Sie nichts mit Afghanistan zu tun, deswegen scrollen Sie ein bisschen drunter und suchen Germany. Guinea steht, da kommen da die Meerschweinchen her, ne? Auf Englisch heißt das ja Guinea Pig, ne? Das ist ja im Prinzip das Ursprungsland der Meerschweinchen, falls Sie das wussten. Ich hatte keine Ahnung, aber... Ah ja, das habe ich mir schon gedacht, das wissen wenige Leute. Aber ich bin ja im Prinzip Professor für Namenologie gewesen, ne? Das ist da ja, sag mal, wieder ein bisschen was Interessanteres. Also ich habe da jetzt drauf gedrückt. Und da ist jetzt unten wieder so eine grüne Box erschienen, aber ich kann halt nicht lesen, was da drin steht, ne?
Haben Sie alles ausgefüllt? Was haben Sie unter Agent geschrieben? Ja, Florian, wie Sie gesagt haben. Gut. Okay. Was für Nachricht steht da? Na, ich kann ja kein Englisch, ne? Oh, buchstabieren Sie. Na, thank you, das kenne ich noch. Das ist ja weltbekannt, ne? Okay. Weiter? Noch etwas? Also, thank you for becoming a member of FX Academy. Very thrilled to have you on board. Das hört sich holländisch an, ausgesprochen. Naja, holländisch klingt manchmal wie eine Mischung. Ja, das hört sich immer so an, als ob man besoffen wäre. Habe ich das gut gemacht? Ein bisschen schon. Ja, ich werde jetzt mit Philipp Neubauer verbinden. Bleiben Sie noch kurz dran, okay? Ja, danke schön. Vielen Dank. Ja, hallo, guten Tag. Hallo, wer ist da? Ja, das ist Philipp Neubauer am Apparat. Hallo, ja. Ich bin der Herr Siegert. Ja, hier ist Siegert, ich grüße Sie. Der Kollege hat mich jetzt zu Ihnen durchverbunden. Genau. Ich habe nur nicht ganz verstanden, warum. Habe ich da jetzt was falsch gemacht? Aha, Sie haben jetzt etwas gewonnen, Herr Siegert. Das wissen Sie, ne? Sie haben jetzt eine kostenlose Beratung gewonnen. In Bezug von Trading. Ich gratuliere Ihnen. Ja, vielen Dank. Ja, nicht zu danken. Ich habe nur immer noch nicht ganz verstanden, um was das jetzt geht. Der Kollege hat das jetzt auch schon 10 Minuten probiert, ne? Aha, okay, ich erkläre es Ihnen dann mal. Das ist sehr freundlich. Man muss auch so mit fremden Leuten umgehen. Denken Sie nicht auch. Herr Siegert, lassen Sie mich erst mich vorstellen, damit Sie auch wissen, mit wem Sie das Vergnügen haben. Ne? Philipp Neubauer ist mein Name. Ja. Ich bin hier Account Manager bei unserer FX Academy. Sie sind was bitte? Sie sprechen so schnell. Ich kann nicht. Ich bin schon etwas älter. Ich kann nicht mehr so gut hören. Ne? Bitte nicht ganz so schnell. Okay. Ja? Gut, dass Sie es gesagt haben. Dann werde ich ein bisschen langsamer reden, ne? Ja. So. Nur nicht rückwärts, ne? Ja. Jetzt ist die Verbindung ganz schlecht. Jetzt kann ich gar nichts mehr verstehen. Hallo? Ja, hallo? Ich kann Sie nur noch ganz abgebrochen wahrnehmen. Aha. Ich rufe dann mal zurück, okay? Vielleicht löst das. Jetzt geht's wieder. Ist wieder in Ordnung. Da war wohl nur eine Taube auf der Leitung. Wahrscheinlich, ja. Auf der Telefonlinie. Ja, auf der Linie. Die gehen ja immer auf dem Strich lang da, ne? Die Tauben, diese Mistviecher. Genau. Und die stinken ja so. Ja, die stinken, die machen, was Vögel machen, ne? Also, ja, rumfliegen, ne? Und scheißen, wie die Verrückten. Rumfliegen. Genau, ja, da haben Sie absolut recht. Und Sie rufen jetzt aus London an, ja? Richtig, genau. Aus dem Trading-Zentrum Europas. Aus dem was bitte? Aus dem Handelszentrum Europas. Nee, das ist ja in Frankfurt am Main, oder nicht? Ja, vielleicht ist es das Zentrum in Deutschland, also was Handeln betrifft in Frankfurt, aber in ganz Europa ist schon London. Ja, aber London und Großbritannien gehört ja gar nicht mehr zur EU. Ne? Da wären die Leute ja blöde, wenn die das jetzt alle in London machen. Da müssen die ja Steuern zahlen. Müssen sie auch Steuern zahlen, aber das müssen sie auch in Deutschland, nicht wahr? Ja, ne, ich habe da ja, sag mal so, meine Quelle, ne? Aha, Sie haben ihre Tricks und Maschen, ja? Ja, natürlich muss man ja haben, ne? Sag mal, die Merkel, die nimmt einem ja sonst alles weg. Richtig, ja. Deswegen sage ich, wir helfen auch Leuten an, dort ein paar Tricks zu haben, ne? Ach! Der lang erwartete Anruf von der indischen Mafia, da freue ich mich ja drüber. Genau, ja. Rufen Sie aus Neu-Delhi an? Oder Kalkutta?
Nein, wieso denken Sie das? Ja, weil ich warte da ja auf einen Anruf. Da hat ja mal einer gesagt, der ist quasi Aha. aus Indien und kann mir da mit den Dogecoin helfen. Der wollte mich noch mal anrufen. Ah, mit den Doppelcoin, ja. Ja, ja. Höre ich ihn wie ein Inder an, oder? Na, ich weiß ja nicht, es gibt ja auch, sag ich mal, sehr gut angepasste Menschen. Da hört man ja nicht raus, wo die herkommen, Benchut. Ja, richtig. Ich meine, ich kann auch so reden, Ja, vielleicht können Sie mich jetzt als Inder verbinden, aber ich bin eigentlich Deutscher, ne? Deswegen. ich geb Ihnen mal kurz meinen Haushälter. Warten Sie mal. Bitte, bitte. Yes, hello, this is Rakesh calling from Bombay. How may I help you today, sir? Ja, Hello? hallo, guten Tag. Good morning. Sie sind wer? Right, I'm the facility manager, right? Mr. Sikat told me Okay. you need a translation from India to English, right, Benchot? Ja, yes. Go ahead, Right. please. And you're from India, right? No, I'm not. I'm not actually, I'm from Germany. Right. Whereabouts from Germany are you from, my friend? From Köln, from From Cologne. Cologne? All right. Yeah. So, das ist jetzt mein Inder gewesen, ja. Also ich kenn mich da schon gut aus. Meine Güte. Moment, das waren Sie. Also Ja, ja. ich hab wirklich gedacht, Sie haben mir eine andere Person ans Telefon gebracht. Ja, Also das finde ich schon warten beeindruckend. Sie mal, ich kann das noch besser. Hello, this is Bitte. Dimitri calling from St. Petersburg. How are you today, my friend? Would you like to buy a rocket and tank? Rocket and tank. Yes, please. Do you have maybe some vodka for me? I Ah, like vodka. I like to vodka, drink like so vodka. good Yeah. but you cannot drink So with good. the English people. English people, they cannot bear the alcohol. They go crazy. Yeah, they go crazy, but it's like normal here. So whatever. Right, but Okay, what can we know? my friend, in India we like the holy cow, right? Okay. Also ich kann ja im Prinzip auch einfach mal so tun, ob ich schon tierisch besoffen bin. Er ist einfach so. Ich habe die ganze Nacht gesoffen. Ist das auch gut? Okay, wo haben Sie? Das ist perfekt. Ich meine, wo haben Sie denn das alles gelernt? Na, ich bin Schauspieler Oder von gelernt? Beruf, ne? Ich habe das ja 60 Jahre lang gemacht. Schauspiel. Oh, das finde ich schon beeindruckend. Also, Ja, Sie können Sie hören unten jede sich, Arbeit machen, ne? Also, ja, Ihr Talent. Sie hören sich auch ziemlich eng an, ne? Also, ich finde dich ja total toll. Du hast total die schöne Stimme. Vielleicht können wir mal zusammen was trinken Ah. gehen. Ja, ich bin definitiv ja, total darauf. Ich meine, Oh, was trinkst du toll. eigentlich, ne? Oh, ich trinke alles. Ja. Trinke alles, zahle gut, sage ich immer. Aha. Wo Oh, das Max? ist aber nett. Wo führst du mich denn hin, ne? Zum Also auf dieser Bahnhof auf ersten die Date, ne? Toilette. Also, oh, das finde ich schon Oh, ja, toll. mysteriös. Bahnhofstoilette, ja. Von allem Anfang an Wow. bin ich noch verraten und betrogen worden. Alle haben mich verraten, sogar die SS. Und dann allen ausgerechnet Himmler. Ja, da haben sie bei einem Verrückten angerufen, ne? Ja, nein, Ja, also ich mag Verrückte, ne? dein Kollege hat mir dein, wie hieß der andere, der Florian, ne? Der hat mir Florian, gesagt, er gibt mir einen Bonus, wenn ich dich ein bisschen verarsche, ne? Und darum habe ich jetzt angerufen. Wirklich, Weil ja, der hat das haben Sie gesagt, aber toll ja, der gemacht. Florian hat gesagt, du bist ein Arschloch und musst mal richtig hochgenommen werden. Ja, muss ich auch, muss ich auch. Und Ich man muss spann mir dich niemals auf den Bock. in Ja, okay, bin schon drauf. Ich warte auf Sie, Ja, du Herr bist schon Seekamp. drauf, aber du Moment. wirst ja richtig fertig gemacht durch. Schmier dich mit Erdnussbutter ein und dann Ja. lasse ich die Ameisen los, du Betrüger. Ja. Warum denken Sie, dass Sie Betrüger sind? Ja, gib doch einfach mal deine Internetadresse bei Google ein. Das beantwortet sich die Frage von alleine. Okay, meine Internetadresse, die FX Academy, Ja, meinen Sie? gib einfach mal FX Academy bei Google ein. Und da hast du ja im Prinzip hier schon die ganzen bekannten Seiten wie Scam Advisor, Forex Peace Army, Scam Detector, sogar die FCA aus Großbritannien warnt vor euch, Trustpilot sowieso.
Das ist ja ganz offensichtlich, dass ihr Betrüger seid. Ach, wirklich? Okay, wie, ich meine, Naja, wenn es offizielle britische Behörden sagen und, sagen wir mal, sehr reputable Internetseiten, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist das ein bisschen gehaltvoller als den Kram, den du da mit einem falschen Namen erzählst, ne? Aber ja, aber wieso denken Sie, dass wir das hier Betrügerfirma sind? Ich meine. Na, das fängt ja schon damit an, dass ihr alle falsche Namen nennt. Und man hört man bei dir und bei deinem Florian, wie er sich nennt, hört man ja raus, dass ihr keine Deutschen seid, ne, an der Grammatik und allem. Ihr fangt das Gespräch ja mit einer Lüge an. Ja, ich meine, ich lebe seit schon gewisser Zeit in London, ne? Deswegen ist mein Deutsch auch nicht wie es einmal war. Aber ja, das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Nein, okay, dann werde ich es auch nicht. So, aber Essex Academy ist eigentlich kein Betrügerunternehmen, ne? Na doch. Weil wir arbeiten mit regulierten Plattformen zusammen. Ach, erzähl mir doch nichts. Die FCA sagt, dass ihr Betrüger seid. Okay, wo gib bei Google deinen Firmennamen ein. Financial Conduct Authority von Großbritannien sagt, dass ihr Betrüger seid. Das steht hier. FX Academy is not authorized or registered with the FCA. If you have been approached by a scam firm, please visit our contact page and inform us of any illegal activity that you have been witness of. Richtig, und das haben Sie absolut richtig gemacht. Also wir sind nicht bei der FCA reguliert oder registriert oder im Register, ne? Also wir arbeiten mit Firmen, die von der FCA reguliert sind. Ja, aber wozu brauche ich euch dann? Da kann ich das doch selber machen. Ja, können Sie wohl machen. Das ist ja, als ob ich eine Waffe auf dem Schwarzmarkt kaufe. Ja, aber unlizenzierte Leute können das ja auch nicht machen. Wenn ihr das nicht könnt, habt ihr auch keine Lizenz gekriegt, ne? Ja, ich meine aber, wir wissen definitiv eine Sache oder zwei mehr als Sie über Handel als die. Was hast du denn für einen Schulabschluss? Meine, fangen wir doch mal damit an. Ja, ich habe keinen Schulabschluss. Ja, siehst also du? Ich, aber willst Leuten erzählen, wie sie Geld verdienen? Ja, das kann ich wohl machen. Ne? Also ich habe keinen Schulabschluss, ich habe mich überhaupt nicht geschult. Ne? Also ich bin zu Hause geschult worden von meinen Eltern und von meiner Tante. Ne? Ach, liegt das Betrügen bei euch in der Familie? Ja, ist es. Also Familienunternehmen im Prinzip. Praktisch, ne? Nepotismus auf Maximum. Buddhismus? So hören Sie mal. Ja. Deshalb bist du aber kein guter Buddhist hier, ne? Das Karma ist ganz schlimm bei dir. Ich werde dich jetzt durch den Bildschirm mit Hühnergeräuschen hypnotisieren und dann wirst du dir deine Unterhose auf den Kopf setzen, zur Polizei laufen und dich selber anzeigen, okay? Bock! 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 So, und jetzt los, schnell! Die machen zu, die haben gleich Mittagspause, Tea Time. Hallo. Here is the mighty Chicken Man commanding you to put your boxer shorts onto your head and walk to the police station. Brock, brock, brock. Es wirkt. Aber Sie möchten es nicht begreifen, ne? Ich begreife nicht, warum meine Hühnermagie bei dir nicht funktioniert. Aber das wird schon einen Grund haben, weil das ist ja im Prinzip auf intelligente Lebensformen ausgerichtete Schule der Magie. Und wo die halt nicht vorhanden ist, da kann das halt auch nicht funktionieren. Brack, brack, brack. Ja, okay. Ich merke schon, das klappt nicht bei dir. Wie lange machst du das denn, Sohn, sag mal? Seit 6 Jahren. Schäm dich. Kannst du in den Spiegel gucken morgens? Sind deine Eltern stolz auf dich und deine Kinder, falls du welche hast? Ja, überprüfen Sie nochmal die Legitimität von unseren Plattformen, mit denen wir arbeiten. Ich habe keine Zeit. Ja, du bist. Warte mal kurz. Du bist gerade live im Internet und 2000 Leute lachen dich aus. Oh, super. Ich begrüße 2000. Wie ist denn dein Twitch-Channel oder wo bist du? Was, wie ich mit Twitch? YouTube, Mann. Ah, YouTube.
Ja, was natürlich. soll ich schreiben? Hühnerkanal. Hühnerkanal, okay. Ja, das sind ja im Prinzip ganz viele freilaufende Hühner und die sind halt Und was machst die du dort? Quelle meiner Magie. Na, ich suche ja im Prinzip die AIDS-verseuchte Stinktiermama, die ist ja abgehauen und das ist halt der tiefere Hintergrund des Kanals, ne? Das hat er draufgelegt. Wie die immer versuchen, sich noch zu legitimieren. Die fucking FCA und jedes bekannte Portal, das solche Typen aufdeckt. Sagen Sie, ein Betrüger und er sitzt da felsenfest, wahrscheinlich mit der Knarre vom Vorgesetzten am Kopf. Nein, hier ist alles in Ordnung, es ist alles super. Nochmal, was war? Habe ich Sie immer noch am Computer, Ralf? Nee, am Telefon. Am Telefon. Dann gehen Sie bitte ans Computer wieder, okay? Ans Computer? Okay, mach ich. Wo bist du abgehauen, sag mal? Ich bin nirgendwo abgehauen. Was möchtest du denn von mir? Ich würde gerne wissen, ob Sie wissen, wie man überprüft, ob eine Plattform reguliert ist oder nicht, Ralf. Ja, klar weiß Wo ich Sie mit das. antworten Gibst du müssen. den Namen von der Wie? Firma bei Google ein und wenn die scheiß FCA, wo ihr behauptet zu Nein, sein, sagt, das sind Sieghard, Betrüger, dann ist das Sieghard, so. nein, nein, Sieghard, Sie gehen auf die offizielle Seite von der FCA, Ja, bin ich doch. FCA.org. FCA.co.uk, bleibt. FCA.org.uk. Ja, sag ich doch. Ja, und was machen Sie dann? Was machen Sie dann, Herr Sieghard? Dann gebe ich den Namen von eurer scheiß Firma da ein. Und da Oder? steht, FX Academy is not authorized or registered by FCA. If you have been approached by scam firm, then please with la 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 la. Willst du mich unterbrechen oder was, du? F Ja, Genosse, Genosse. Was heißt hier FX Genosse, Academy du ist eine Schwein, Plattform. Alter? Genosse, Genosse. Idi nachui, Genosse, blät. Genosse. Paruski, Suchka. FX Academy. Paruski. Jana Supi. Jana Idi Supi nachui, blät. Jetri Jana Supi Idi Jetri nachui, Jana Supi. blät. Jana Хорошо, Supi хорошо. Also, einfach Infinox einschreiben. Infinox ist die Plattform, wo Sie Online-Trading machen, nicht FX Academy. Ja, aber wozu Sie brauche ich suchen ein euch anderes dann? Unternehmen. Weil Sie keine Ahnung von Trading haben, weil Sie Ja, sich du auch ständig nicht. auf einen Scheiß Du bist rausstellen. ein scheiß Ich nicht, Krimineller. nein. Ich nicht, aber der Philipp schon. Der Philipp schon. Philipp, wie ist dein richtiger Name? Du bist ja auch kein Ralf oder was auch immer du dich genannt hast. Sie sind der Ralf, wahrscheinlich. Ja, nee, ist auch nur einer von meinen Fake-Namen. Super, umso besser. Finde ich auch. Du kannst mir, Also, gib mir irgendeinen Namen, das ist egal. Ralf, gehen Sie. Ja, ich bin eigentlich, Wollen bin ich Sie Dimitri. Online-Trading machen oder Ralf? Natürlich will ich Ralf, Online-Trading machen. Auf jeden Fall. okay, dann gehen Sie auf Alter, wie kann man so infinox.co.uk. verzweifelt sein? Mal ohne Scheiß. Genosse, Hör mal zu, ich hab Genosse, deinem Kumpel habe ich vor Genosse, 5 Minuten, bin ich dein Genosse, Genosse, Kumpel? Ich bin Genosse, nicht dein Genosse, Kumpel, mein Genosse, Freund. Ich bin nicht dein Freund, Alter. Verstehst du Genosse. das? Ich habe auch South Park gesehen, Genosse. Super. Komm, sollen wir Genosse, hast du zu. eine Kreditkarte? Ja, klar. Genosse, hast du eine Kreditkarte? Super, dann geh auf Jeder die Kommunist hat eine Genosse-Kreditkarte. Kreditkarte. Ist doch klar. Natürlich, 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 Genosse, Sollen wir natürlich. zusammen das Lied von Kanada Genosse, singen? ich hab's vergessen. Wie, du hast es South Park. vergessen? Ich hab's vergessen. Blöd. Kriegst nicht mal sowas Einfaches hin, aber willst Leute bei Finanzgeschäften helfen? Nein, Was ich hast mache du für ein. Erstkontakte. Was? Erstkontakt, ja. Dimitri, Ralf, Wenn irgendeine ich mache außerirdische Erstkontakte. Zivilisation ihren Erstkontakt mit euch macht, die zünden unseren Planeten an. Verstehst du das? Nein, Geh weg vom Ralf. Telefon, verscharr dich in irgendeinem Bunker und züchte da Ralf, leuchtende Bohnen oder Ralf, sowas. Aber hör Ralf, auf, die Leute Ralf, Ralf, abzuzocken. Ralf, Ralf, Ralf. Ich bin Dimitri Blät. Okay, du kannst dich nennen, wie du es wolltest, wie Ja, du es willst, hallo? natürlich. This is Rakesh calling from our call center in Bombay. How may I assist you today, Oh, ma'am? Sampo Heidi. Hallo, Getting Sampo banned Heidi. shot. Daring market shoot. Rede ich mit dem Salam al-Haidi? No, this is Rakesh, right? Mit dem Geist von Kiew? No. Rede ich mit dem Geist von Kiew? Don't Sampo, Sampo. bring the politics, right? It's not Sampo. nice. Sampo. Du weißt nicht, wer mein Salam Gandushala. al-Haidi ist? Der Gott von Haiti oder der Gott.
Der heilige Kuh wird dir bestrafen. Super. Noch 10.000 Mal. Bitte, bitte, unbedingt. Ja. Jedes Mal, wenn du mich hier anrufst, geht ein Livestream bei YouTube online und die Leute können dich auslachen. Bitte rufen jeden Tag hier an. Sag deinen ganzen Idioten, die sollen hier anrufen. Bitte jeden Tag. Ich freue mich drüber. Bitte, okay. Dmitri. Los, ruf mich nochmal an. Bitte, okay, bitte. Ich mach's. Пожалуйста. Ich mach's. Mach, bitte. Genosse, ich mach's. Für die Sowjetunion. Für die Sowjetunion. Weißt du nicht mehr? Und für Fidel Castro. Lang lebe Castro, der Führer von Kuba. Komm, sing mit mir. Ich weiß bloß, Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Na komm, sing mit mir. Ist das jetzt Sacha Baron Cohen? Ah, Alter. Ja, klar, Mann. Originell, ja, aber du bist nicht originell genug, um meinen YouTube-Channel zu machen. Hallo, das ist Borat. Was ist die beste Waffe zur Verteidigung gegen... Nein, das darf ich jetzt nicht sagen. Hallo? Bis morgen. Bist du... Hast du einen Kopf mit Zigeunertränen? Diese Idioten.